Es sind die letzten Stunden in dieser Woche und meine letzten Stunden hier in Japan, zumindest mal für vorläufig. Ich mache mich auf dem Weg am Wochenende und werde dann nächste Woche dann aus Deutschland berichten. Trotz alledem, die Märkte werden die gleichen sein. Die Frage wird nur über die Richtung eben noch entschieden. Geht es hoch oder geht es runter? Da hat sich noch nicht so arg viel getan, außer dass sich mehr und mehr eben als Anzeichen finden, dass der Aufwärtsarm jetzt tatsächlich zu Ende ist, was nicht so untypisch ist hier. Fünfwellig nach oben ist ja ein Klassiker. Das haben wir scheinbar hier so halbwegs gesehen und wir sind jetzt auf der Abwärtsseite, was nicht notwendigerweise bedeutet, dass das uns jetzt direkt hier reinführt. Es ist sehr realistisch, dass wir jetzt erst nochmal auf einer kleinen Zwischenebene unterwegs sind. Kleiner Rücksetzer hier und anschließend nochmal nach oben, um dann nochmal den letzten Schub hier hoch zu bekommen. Wollen wir uns das mal angucken, wie es beim Dow Jones aussieht? Na, eigentlich genauso. Also die Frage auch hier, geht es erst hier rein oder erst nach oben? Das ist tatsächlich noch nicht entschieden, aber tatsächlich sieht es ja danach aus, als ob wir jetzt zumindest mal den ersten Schwung hier verloren haben. Aber eigentlich bräuchten wir noch so den nächsten Schub nach oben. Das könnte jetzt vor dem Wochenende nochmal passieren, dass wir vielleicht in den letzten Stunden heute noch ein wenig Schub bekommen. Der Nasdaq ist ja eigentlich dafür berühmt berüchtigt, diese Schubrichtung eben aufzubauen. Und wenn wir mal gucken, das war heute Nachmittag durchaus schon schubseitig. Allerdings, wir sehen, zwischendurch gibt es dann auch mal ein paar miese Peter, die diese ganze gute Stimmung, das ist vorsichtig jetzt hier Minutenbasis, dann auch wieder kaputt machen. Trotz alledem, die Aufwärtsrichtung scheint hier weiterhin die richtige zu sein. Bleiben wir bei spannenden Märkten, allerdings Wechsel auf Crude Oil, dann sehen wir eine interessante Situation. Dort sind wir ja schon sehr weit gelaufen. Wir standen schon wieder bis fast an der 35er Marke hier, wenn wir auf CL gucken oder WTI als die entsprechende Future bzw. die entsprechende CFD-Variante. Dann sehen wir, dass der Markt jetzt allerdings nach diesem Hoch sehr zügig nach unten geht. Und das ist offensichtlich ein Richtungswechsel. Denn alles, was wir in der letzten Zeit hier gesehen haben, ist dann doch nach oben gegangen. Das alleine ist noch nicht der Beweis, dass der Kurs jetzt weiter fällt. Denn hier sehen wir, das ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel, auch ein Schub nach unten und wackelig nach oben. Aber wir sehen jetzt hier, dass die Trigger hier, die Tiefs nicht getriggert wurden. Das heißt, es ist dann auch nochmal wichtig, dass der Markt das dann auch bestätigt und dann die Unterseite eben auch tatsächlich wieder durchstößt. Das wäre ein deutlicher Hinweis. Ansonsten ist es denkbar, dass der Kurs eben auch noch weiter nach oben läuft. An sich allerdings trotzdem das schon sehr auffällig und das lässt eigentlich vermuten, dass die Aufwärtsseite zumindest mal eher dem Ende entgegensieht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da die Long-Seite wirklich so sexy finde. Im Gegenteil, ein Rücksetzer wäre ja auch kein Drama. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind sehr, sehr weit gekommen bis jetzt. Und wenn wir uns da vorstellen, dass der Kurs auch mal selbst so einen harmlosen Rücksetzer nur macht, so einen klassischen, typischen, dann kann es auch locker bis 25 runtergehen. Also aus meiner Sicht zumindest mal jetzt nicht mehr wirklich sexy für die Long-Seite, solange nicht die Schübe wieder auf der Aufwärtsseite sind und die Korrekturen auf der Abwärtsseite. Ich kann das so ein bisschen andeuten. Hier ist dann der Kurs eben nicht nach unten getriggert gewesen, sondern ist wieder nach oben gelaufen und dann nach unten wieder langweilig sozusagen eben wackelig. Und dann kann man die Richtung tatsächlich nochmal wechseln. Das gelingt natürlich nicht immer. Ich will nicht damit andeuten, ja, das sieht doch jeder und in jeder Situation hat man das. Aber man hat deutliche Indizien, die eben sagen, ja, okay, jetzt ist vielleicht Short dann doch erstmal nicht so sinnvoll. Hier haben wir es jetzt genau umgekehrt. Die Short-Seite ist sehr stark. Die Aufwärtsseite, wir sehen das hier im Kleinen, sehr, sehr wackelig. Auch hier im Größeren sehr, sehr wackelig. Also das lässt eher vermuten, dass wir wohl auf der Abwärtsseite weiter im Moment unterwegs sind. Und meine Empfehlung hier, in irgendeiner Form einen Trigger suchen. Das könnte ein letztes Zwischentief beispielsweise sein, wo man sagt, okay, etwas aggressiver oder vielleicht etwas dezenter, irgendeine Zwischenmarke, wenn die nach unten durchstoßen wird. Was ich ebenfalls toll finde, wenn ich doch hier schon im Großen dieses Bild sehe, dann im Kleinen nochmal gucken, wenn ich schon nicht warten will, bis das passiert, dass ich hier irgendwann mal irgendwas wackele. Es muss jetzt nicht am Trendkanal, das ist jetzt ein reiner Zufall, dass ich es hier gemalt habe, aber dass ich hier irgendwie was Wackeliges nach oben bekomme und dann ebenfalls hier wieder mit dem Trigger arbeiten. Also man sieht schon, das geht auf kleinen Ebenen, das geht genauso auf großen Ebenen. Und natürlich ging das damals auch auf den ganz großen Ebenen, aber das werden wir wohl vor dem Wochenende nicht mehr dieser Ebene dann hier lösen können. Dementsprechend vorsichtig sein, nicht zu enthusiastisch mit altbekannten Gewohnheiten. Altbekannt jetzt auf die letzten Tage gesehen, beim Crude Oil ging es nach oben, das kann sich eben tatsächlich dann auch mal drehen.
Im Moment ist das noch nicht so richtig entschieden. Beim Index kommen wir dazu abschließend nochmal zurück. Dort sind wir noch so halbwegs unentschieden. Deshalb bin ich hier auch nicht so ganz sicher, ob wir erst jetzt diese Abwärtsseite bekommen. Ich finde typischer ein bisschen Rücksetzer und dann nochmal ein wenig nach oben. Das würde wohl eher bedeuten, dass wir zu vorläufig im Laufe des Tages noch ein bisschen Rücksetzer mitrechnen müssen. Aber wer weiß das schon so genau? Also hier finde ich das Bild weitaus nicht so klar. Das heißt, wenn überhaupt Position, dann auf so einer kleinen Ebene, dass man sagt, ach komm, ich versuche jetzt einfach mal hier nochmal 10, 20 Punkte mitzunehmen. Vielleicht auch 50, wenn er dann läuft. Aber nicht jetzt das ganz große Bild spielen vor dem Wochenende. Und wie ich finde, unter dieser Voraussetzung auch nicht in diesen kleinen und mittleren Zeitebenen die Position zu halten. Im Großen, na gut, das ist eine andere Strategie, aber auf diesen kleineren Ebenen ist das zu ausgewogen, dass wir den etwas größeren Rücksetzer für ein paar hundert Punkte noch kriegen oder vielleicht sogar noch mehr oder erst noch mal den Anstieg. So, das klingt verwirrend. Ich hoffe aber, dass es trotzdem ein bisschen eine Anregung war, wie man sich dem Markt nähert. Nicht immer ist das Bild klar und dann haben wir eine ganz klare Aussage, was wir machen müssen, nämlich entweder auf klares Bild warten oder eine Zeitebene eben wählen, wo das Bild dann wieder deutlicher wird. In diesem Sinne wünsche ich für heute alles Gute, ein wunderbares Wochenende und nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute.